Nach dem Tod der Beatles-Fotografin Astrid Kircher hat Ex-Beatle Paul McCartney 77 seine Trauer bekundet und die Deutsche gewürdigt. Er habe die sehr traurige Nachricht von dem Tod der Fotografin erhalten, schrieb der Musiker am Donnerstag auf Instagram. Kircher habe damals in ihren Clubzeiten in Hamburg wunderbare Schwarz-Weiß-Fotos von der Wand gemacht. Er habe so viele schöne Erinnerungen an die gemeinsame Zeit, darunter an einen Ausflug nach Lübeck, so McCartney. Kircher war am 12. Mai im Alter von 81 Jahren in Hamburg gestorben. Sie wurde bekannt, weil sie die Beatles in den 1960er Jahren fotografierte. Die Band hatte bei ihrer Ankunft aus England 1960 in der Hansestadt noch 5 Mitglieder, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Steve Best und Stuart Sutcliffe. Der damals 20-jährige Sutcliffe verliebte sich in Kircher und blieb in Hamburg. Er starb aber schon 1962 an einer Hirnblutung. McCartney erinnerte an Kirchers besonderes Aussehen. Sie hatte kurze blonde Haare und trug enge schwarze Ledersachen, schrieb der Sänger. Ich werde sie vermissen, aber mich immer mit großer Zuneigung an sie und ihr freches Grinsen erinnern. Anführungszeichen.